Aber du bist doch niemals gemein, Vara. Never. Ich stell dann den Teleporter falsch auf. Hm. Habt ihr davon? Ich glaube, du bist im falschen Spiel. Teleporter? Ja, das ist. Das ist ihr seid ja auch recht nett zu mir. Ja. Ich auch recht nett zu euch sein. War hat auch was. Ich glaube, die kann es umbringen. Auf einmal. Hallo. Hallo auf einmal. Wir uns an, das Spiel Viper. Die ist sacrificed. Ich möchte bitte nicht. Ich möchte bitte nicht den Kopf zertreten bekommen. Wäre das in. Wäre das einrichtbar? Mach das Bara? Bitte, Bara. Sie möchte das. Hast du gehört? Sie möchte, dass du den Kopf zertreten. Also entweder für mich reserviert. Ja, genau. Nimm Svilga. Oder nimm Easy. Nee, Svilga war gerade so lieb und nett und Kali hat auch gesagt, so total lieb und nett und deswegen. Mhm. Also einer von euch beiden wird's. Wenn's jemand wird. Nein. Außer ich verklick mich. Töte mich nicht, ich bin nur der Bote. Gibt's kalte Pizza? Ja, leider. Gibt's bei mir eigentlich immer, ich bin so langsam. Oh Gott. Nee, 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 nee. Ich halt unterwegs immer an und mach Computerspiele. So Pokémons und so. Aha. Ich hab immer noch keinen Pummelhof. Oh. So weite Richtung. Ich hab keine Lust mehr. Mann, hoch. Really? Also, ja! Manu. Das Fega ist okay bei dir. Jo, alles super hier. Kann dir meine Tastatur funktioniert. Falsche nicht, Richtung. Aber. Oh. Okay. Das geht auch, ne? Warte Obwohl. Ich sehe davon nichts, aber okay. Ja, ja. Ich umso mehr. Hast du sie jetzt umgebracht, Vara? Boah. Ja, ihre Tastatur ging nicht mehr, hat ja eh keinen Sinn. Was eine ekelhafte bist du denn? Ja, ich hab. Wenn ihr so zu mir seid, kann ich auch zu euch sein, also, ne? Das nimmt sich beides nix, ne? Oh, gerade meine Tasten. Holy hell! Holy hell, das passt auch. Ja. Die heilige Hölle, was? Hetzt sie dich? Na, nö. Die macht nur Geräusche. Ist nichts Neues, macht sie den ganzen Tag im TS. Nennt sich auch reden, sowas. Ach so. Ich bin ganz entspannt, ich bin ganz entspannt. Aber wenigstens habe ich jetzt nicht mehr diese Anspannung, direkt sterben zu müssen. Ich habe noch die Chance des Hakens. Das die Chance des Hakens. Die Sache mit dem Haken. Ja, die Sache hat einen Haken. Ich spring dir die Arme! Nein! Dammit! Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das noch schneller reagiert. So mein neuer Perk. No, 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 Bara, Bara, nein. Ich hab gedacht, ich war lieb. Ja, dich hab ich nur nicht instantly gekillt. Wie zum Geier! Was ist denn auf deinen Körper, auf dich drauf, ey? Lass mich, ich will nicht, nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, nein! Nimm Svilga! In den Keller mit dir! Warum ich denn? Der ist da hinten links, Bara! Hey! Oh, guck mal, hier! Nein! Der ist da hinten links, oh, ja, den hol ich mir jetzt auch noch. Danke, wo ist hinten links? Das andere links, Bara. Nein. Da bin ich. Svilga, ich fände es ja ganz toll, wenn du nicht in meine Richtung rennst. Ich weiß nicht, wo du bist. Nein! Hau ab! Weißt du, ich sag die eine Richtung, Bara läuft natürlich in die Richtung, wo ich nicht gemeint habe. Also. So eine Rechts- und Linksschwäche, die Bara hat. Gut, ich attempte. Attempte doch mal. Ja, ja, ich attempte. Ich bring mich auch schon um. Ich mich auch gerade. Mit Baras Hilfe. Hm. Oh, der kriecht da immer so drüber. Bim. Nein! Oh, eine halbe Sekunde. Ja, ja, warte. Ich hätte... Aber hast du jetzt nicht... Hast du? Du hast dich... Hast du? Was?
Ich wäre doch fast beide gewesen. Was denn? Ach, Svega! Was? Bei Kungschunkeln? Ich will nicht umgebracht werden, das ist doch alles hier. Mehr will ich nicht. Wir möchten überleben! Ach, wolltest du in den Keller? Ich kann nicht gerne. Ja, ich wollte in den Keller! Ja, ein kleines Kellerstündchen hier einführen. Ja, ich hab den extra eingeführt für dich hier so mit schönen Blümchen und so. Hier, krass, ein Brett. Ja, hab ich Punkte, die ich nicht einsetzen kann. Marin! Ah nee, du bist ja tot. Izzy, mach die Generatoren fertig. Ich bin auch gerade dabei, verfluchte Scheiße. Mach schneller. Ich glaube, er kriegt ein Herz, Kasper. So ein bisschen. Nur? So ein bisschen? Nur so ein ganz klein bisschen. Oh, guck mal, da bist du ja wieder, mein Häschen. Hau ab. Hau ab. Du schaffst das halt durch. Nein. Digga, du schaffst das halt durch, habe ich gesagt. Ja, ich versuch's, ja. Aber die ist fies, die hört nicht auf. Wenn ich einmal Blut geleckt habe. Dreh mal um. Du hattest schon 8 Liter. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Wo zum Geier hängst du? Ich bin schon weg. Hast mich nicht ganz erwischt. Oh Gott. Alter, wo bist du hingeflogen? Ach, da! Oh. Ich lag direkt vor deinen Füßen eben. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Das ist auch gut so. Das liegt an der Pizzaweste, die tarnt mich perfekt im Gras. Da verschmelzt sich mit der Umgebung und dem Dreck auf dem Boden. Wir zwei gleich, ne? Nö. Oh, doch. Nö. Wir haben heißes Date. Nö. Hab ich gehört? Nö. Da bin ich doch schon ziemlich dagegen. Guck mal hier doch mal deine Liebkosungsbehandlung. Darauf stehst du ja immer so. Ach. Nö. Ich bin furchtbar traurig. Oh. Also ich brauche nur 60 Kilo Hack. Bürger kämpft sie? Eben gerade ja, jetzt ist sie aber glaube ich weggegangen. Macht die Svega-Technik, er wartet so lange, bis die Dinger runterkommen und dann geht er. Na, er will die Sonderbahn. Ja, ist ja, wenn man nicht Fallensteller spielt, ist das nun mal am nützlichsten, ne? Zu warten, bis die Haken runterkommen. Dankeschön. Izzy, dafür wirst du büßen. Och nö, hab ich jetzt aber gar nicht mal so vor. Bist du das? Vergiss das mal lieber ganz schnell. Tut mir leid. Ich kenn. Vega, Andreas, mach du mal die Teile? Ich mach die Teile, genau. Mach mal Teile. Verletzt dich ihr selbst, ey. Ja. Oh Gott, ich sterbe. Warum sterbe? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Doch, 3 von 1 und trotzdem. Wie läuft das jetzt zurückgelaufen? Ich glaub das ja nicht. Er ist nicht wieder gut versteckt hier irgendwo, ich sag's dir. Okay, dann gucken wir mal, wo Svega hin ist. Oh, hier sind sie lang. Nein, sind sie gar nicht. Das hätte sie jetzt nicht machen sollen. Was war das denn überhaupt? Nein. Oh, verdammte Scheiße. Ich sterbe. Ja, so schön. Ja. Dafür spielen wir das Spiel doch, oder? Hä? Naja, eigentlich solltest du ja surviven, aber. Boah, boah. Ich mag da gleich nicht mehr mit. Ja, kann sein. Muss aber nicht. Wo bist du denn, meine Süße? Ich bin gar nicht mehr da. Nö, ach nö. Ah, nö, da bin ich aber doch schon so voll dagegen. Na.
Gott, meine Süße. Hm? Und jetzt gucken wir mal, wo Svega ist. Wo ist denn der Süße? Aber warte, du kriegst auch noch eine Sonderbehandlung? Ui, wie nett. Oh. Svega also, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Zum Killer rennen oder was war der Fehler? Mich retten. Muss man hier den Sound ein bisschen lauter stellen, dann höre ich dein Gewimmer besser. Hey! Dabei habe ich das so schön gesungen. Du konntest mich doch gar nicht hören. Ich wusste, dass du das machst, damit ich dich nicht höre und dann blieb mir nur eine Wahl. Du bist im Schrank. Nochmal, muss das sein? Ich hab Svega doch gesagt, er soll nicht zu mir kommen. Und er ist der Einzige, der auf mich hört, was das angeht. Ich erkläre dich mal, damit er zu mir im Haus entgegenkommt. Ich dachte mir, Izzy bringt sich langsam mal um, damit ich durch die Hedge kann, aber nö. Ja, der ist kaputt. Ich hatte einen Werkzeugkasten dabei. Toll, ne? Bin ich schon. Bin ja dafür. Oh, guck mal, jetzt super. Ist Svega sogar schon vor dir zu. Es war aber eine lustige Runde, muss ich sagen. So, die Hedge ist zu. Ja, logischerweise. Jetzt geht's auf. Ja. Oh, jetzt geht's auf. Aber die, eigentlich müsste die ja jetzt zugehen. Kann ich da auch durch? Versuch's mal. Jetzt ist sie wieder zu. God. No one escaped me.